Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Black Ops 2. Jetzt wollte ich schon fast Minecraft sagen. Es ist aber gerade das Gegenteil davon und wir wählen erstmal die Ausrüstung für diese wunderbare Mission. Sie soll angeblich wunderbar sein, ich habe keine Ahnung. Wir haben ein paar noch nicht freigeschaltete Waffen. Ich würde sagen, das lassen wir auch erstmal so. Die Emta ist eigentlich ganz nice. Aber mit einem Millimeter-Scanner. Also Millimeter-Scanner muss man wissen, das ist diese. Komm, ich nehme die hier. Das ist diese Waffe, die, dieser Aufsatz. Hier haben wir ihn, der durch Wände schauen kann. Das ist natürlich ganz nett, aber ich weiß nicht. Vielleicht brauchen wir das ja. Und dann würde ich sagen, noch ein schnelles Magazin drauf und einen Vordergriff und dann passt das. Okay, wir können drei Sachen drauf machen. Vordergriff, okay, die hat sowieso fast keinen Rückstoß mehr, deswegen würde ich sagen, wir machen den Feuermodus. Ja. Die M27 ist nämlich eine recht gute Waffe. Gefällt mir. Und die TAK 40 mit Laser-Maga mit Laser-Dingens ist nicht gerade so toll. Wir machen das Taktikmesser und das Reflex. Können wir da was auswählen? Nein. Und ich würde sagen, schnell Magazin. Oder können wir da zufällig auch die 5-7 auswählen? Ja, die können wir auch auswählen. Die ist natürlich viel, viel besser. Okay, Lasermarkierer, Taktikmesser und Reflexvisier. Das Magazin meine ich natürlich. So, können wir denn noch irgendwas auswählen? C4 natürlich. Und ja, die Handgranate ist ganz nett. Okay, da haben wir ein richtig geiles Setup. Zugangskit passt. Und justierbaren Schaft machen wir auch mal drauf. Perfekt, da haben wir ein richtig geiles Setup, würde ich sagen. Und das heißt, wir starten das Level. Wir kennen ihn als DeFalco. Unser Undercover-Agent schickte dies von der Socotra-Insel. Jemand verriet. Danke sehr, Admiral. DeFalco ist Menendez Nummer 2. Das Konzept der Empathie ist ihm vertraut, aber gleichgültig. Das stammt von einer Drohne vor zwei Tagen in einem verlassenen Gefängnis in Lahore. Wir haben letzte Woche den Kontakt zu einem Aufklärer über Pakistan verloren. Moment mal. Der internierte Wissenschaftler aus Myanmar hat gesagt, Menendez nutzt Celerium für den Bau einer Cyberwaffe mit Namen Karma. Was, wenn Karma unsere Drohnen ausschaltet? Wisst ihr, dieser DeFalco könnte ziemlich unterhaltsam sein. Ziemlich. Hm. Wie wär's, wenn wir etwas Dampf ablassen, hm? Ein paar Runden im Ring? Gerne. Komm schon, komm leider mit mir. Was hast du gerade gesagt? Entführt, als mein Vater starb, aber ich wusste nicht von mir. Es war Menendez. Hat ihr Dad getötet? Also Woods nahm mich auf, als mein Vater starb, ja. Er sagte immer, ein Spinner hätte ihn getötet, ein Penner. Was zur Hölle ist hier los? Dein Vater heute! Der ISI hat uns festgenagelt! Na los, wir müssen das Ding heute noch zum Laufen bringen! Ich versuche es! Das Ding scheint zu klemmen! Sie nähern sich! Da! Geht wieder! So, Einheit ist aktiv! Waffensysteme online! Ja, Leute, wir haben ein Psycho-Intro gehabt, aber bevor wir jetzt irgendwas machen, muss ich mal ganz kurz in die Soundeinstellung gehen und die Sprachlautstärke etwas hoch machen. Die Musiklautstärke runter und die Lautstärke mache ich mal auf 0,5. So, dann haben wir es nämlich richtig. Okay, wir können nicht viel machen. Das Ding ist ja auch eine Drohne. Markiere
Und dann ballern wir natürlich mal drauf und hier steht 7 zum Zielen. Ah, okay, verstehe. Ah, das probieren wir gleich mal. Der Salazar ist auch vor uns. Das ist der Salazar. Okay, Interaktion, sagt er. Okay, jetzt haben wir uns den Bruto quasi zurückgeholt. Keine Ahnung was. Auf jeden Fall mussten wir ihn irgendwie hacken. Und ich muss sagen, der Millimeter-Scanner ist im Singleplayer 10.000 Mal besser wie im Multiplayer. Im Multiplayer, da scannt er nämlich nur so ungefähr jede 10 Sekunden. Und hier sieht man wirklich alles. So, das geht schon ab hier. Also, naja, nicht wirklich. Ich sehe keine Drohne, ich sehe nur die Typen. Ach, die Dinger, okay. Okay, da muss ich kurz 7 drücken. Boah, scheiße. Alter, ich habe mich hingelegt. Ah, Mann, ich konnte mich da nicht hinlegen, weil ich zu nah am Ding stand. Okay, die Drohne können wir halt schlecht abschießen, weil, okay, 7. Und dann würde ich mal sagen, da drauf. Hau rein. Also der Multimedia-Scanner, genau. Der, Millimeter-Scanner, habe ich ja schon gesagt, aber ich muss den echt nochmal loben hier. Das ist echt so eine geile Neuerung. Seht ihr, warum ich die 5-7 will? Weil das Ding einfach mal awesome ist. Mit Laserpointen, das ist nicht ganz so tolle. So. Okay, dann 7 und... Ich weiß nicht, ob wir es getroffen haben. Ich glaube eher nicht. Okay, dann Lex ausstehen und 7. Alter, es leckt jetzt. Ach, komm schon. Mann, warum leckt es jetzt? Zurück. Also, ich kenne bessere Busfahrer. So. So, das Auto mal schön aus Deckung nehmen, das übrigens unkaputtbare Scheiben hat. Was sagst du? Also die Mission gefällt mir bis jetzt irgendwie nicht so. Deckung suchen! Okay, perfekt. Dann rennen wir mal davor. Alter, wir können da nicht vorrennen. Ja, so müsste es gehen. Mann, warum habe ich denn jetzt Lex? Das leckt doch nie. Seit dem neuen Patch leckt das irgendwie. Also im Multiplayer auch. Ich weiß nicht, ob der Patch auch irgendwie für eine Singleplayer gegolten hat. Aber auf jeden Fall leckt es seitdem. Was? Ich kann mich nicht hinlegen. Okay, das ist klar hier im Wasser. Obwohl das nicht mehr so klar ist. Eigentlich kann man im Wasser ja sowas ähnliches wie tauchen. Alter, das leckt. Mann, was soll denn dieser Scheiß? Komm schon, das ist doch blöd. Boah, was ist denn hier los? Entschuldigung, aber... Alles als Deckung. Pass auf, Satchel. Okay, sonst ist hier niemand mehr. Wir laden mal nach. Deckung suchen. Ach, das ist ein Feind? Ja, ja, Auto. Dräng du uns nur ab. So. Du kriegst jetzt mit der 5-7 eins auf die Mütze gebraten. Ey, Junge, Junge, ich will da rein, ja? Blockier mich hier nicht, wer auch immer du warst. Okay, da ist niemand. Ich weiß, ich bin voll der Noob, ey. Ich laufe hier angestoppt durch die Gegend. LOL. Warum kann ich denn das C4 nicht auslösen? Hä? Was sollte denn das gerade? Ich muss erst 2 C4 legen, bis ich es auslösen kann? Ey, kann man nicht den Zeitzünder oder den Zünder irgendwie im Nachhinein aktivieren? Ja, egal. Die Erfahrung musste ich jetzt auch mal machen. Jetzt hätte ich das irgendwann anders gemacht in der wichtigen Situation. Deckung suchen!
Ja, ich suche ja schon vor die Deckung. Der ist schon tot. Okay, das ist jemand von uns. Mal kurz nachladen, wir haben zum Glück ja schnelle Magazin drin. So, von da kommst du wieder alle. Oh Gott, wie das leckt. Alter! Ich verstehe nicht, warum das so scheiße leckt. Warum kann ich denn nicht dahin? Okay, kann ich das Auto irgendwie? Nein, kann ich nicht. Ich kann nicht gescheit zielen so. Meine Güte! Meine Güte! Es geht nicht. Ich kann nichts machen. Ich kann nicht zielen. Nix. Schaut! Okay, der ist weg. Ist der da noch? Ja. Boah, die Mission ist blöd. Vor allem down stehen dann diese verbuggten Autos im Weg, die dich einfach mal wegdrängen. Obwohl sie gar nicht in deiner Nähe sind. Okay. Zum Glück haben wir viel Munition auf der 5-7. Alter, von wo? Junge. Es ist echt schrecklich. So, mit der 5-7 kann man hier wenigstens zielen. Alter, wie viele sind denn... Junge. Wie viele sind denn da oben? Es leckt so. Ich fass es nicht. Ja, es ist kaputt gegangen, okay. Wow, leck mich am Arsch. Ich versteh's nicht. Okay, da ist niemand. Ich nehme dann gleich meine neue MP oder MG auf, was auch immer der da rumschießt. QBB kenne ich nicht. Ja, gut, die ist jetzt sowieso schon weg irgendwie. So, der hat eine Pumpe, habe ich gehört. Mehr ISI-Truppen auf dem Weg zu uns. So, jetzt nehme ich mal die QWB hier auf. Mit dem Azog. Mit dem ASOG oder ACOG. Keine Ahnung, wie sagt man denn da? Ich weiß es nicht. Komm hier rüber. Wir müssen runter von der Straße. Okay, geht klar. Schieben. F antippen zum Schieben. 1, 2, 3, schieben. Perfekt. Haben wir geschafft. Genial, ey. Und die anderen sind jetzt alle tot, oder was? Scheiße, das war echt knapp, ha? Oh ja, das war verdammt knapp. Ich hab meine Eier noch. Wie ist bei dir? Gehen wir. Okay. Anthem ist gleich da vorne. Komm schon. Na, was sucht ihr denn da? Ha? Was für eine Sauerei. Ja, Sauerei, ne? Die waren auf die Überflutung nicht vorbereitet. Drohnen. Okay, dann sind wir jetzt mal ganz, ganz ruhig. Das ist die Waffe, die wir aufgenommen haben. Ich wollte gerade fragen, warum haben wir denn jetzt so eine Kackwaffe hier in der Hand? Das sah mir nämlich gerade aus wie die Type 25. Und warum kann ich nicht zielen? Das ist scheiße. Und warum hast du so eine geile Scar? Oh, scheiße. So eine Scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Wir werden zerfetzt, wenn sie uns erwischt. Diese Drohnen sind Todesschwadronen. Sie töten Plünderer. Sie dreht um. Ach, verdammt, sie hat dich gesehen. Oh, ich sehe dich. Wie, sie hat mich gesehen? Ein Scheiß hat die das... Hä? Ich war doch die ganze Zeit hinter Harper. Wie kann die mich denn sehen? Verstehe ich jetzt nicht. Okay, ich gehe mal hier in Deckung. Hier kann ich jetzt keine Drohne sehen. Sie uns erwischt. Diese Drohnen sind Todesschwadronen. Sie töten Plünderer. Kann ich C4 an das Ding werfen? Oh, ich sehe dich. Okay, los. Nee, nix da los. Ich würde erstmal warten hier, ne? Okay. Vorsicht, Mann, bleib im Schatten. Ja, ist gut. Das Ding dreht wieder. Bewegung, bevor sie dich sieht. Hier kann mich niemand sehen.
runter! Die Drohne kommt zurück! Na, verdammt! Sie hat dich gesehen! Die hat mich nicht gesehen, ja? Was tust du da? Boah, ich hasse es! Alter, das mit den Drohnen ist doch kacke. Bin ich wirklich so schlecht? Bis jetzt waren Call of Duty Singleplayer noch nie so so schwer. Ich folge jetzt einfach Harper, ne? Wir werden zerfetzt, wenn sie uns erwischt. Diese Drohnen sind Todesschwadronen. Ah, ja, wir wissen es. Sie dreht um. Ja, Mensch, es leckt wieder. Dich. Es leckt wieder. Okay, los. Ich renne jetzt hinterher, Harper. Links bleiben, Bruder. Ja, geht klar. Los, Section. Okay, ich muss mal kurz wieder in meinem Menü hier gehen, dass es sich ausleckt. Ich verstehe es nicht. Ich habe eigentlich 30 FPS und zwar konstant. Es gibt keinen Grund für Framescript. Da lang, in das Gebäude. Ja. Halt die Schnauze, Harper. Ich weiß schon, was ich zu tun habe, ne? Hier. Hat die Drohne eigentlich ein Gehör? So ist es recht, du Bastard. Sieh nur weiter in die falsche Richtung. Da vorne ist noch eine Drohne. Leck mich, ey. Noch eine. Oh, verdammt, sie hat dich gesehen. Ja, oh. Was hätte ich denn machen sollen, ey? Das kann doch keiner wissen. Was? Leck mich am Arsch. Mann, diese Mission ist der größte Kack auf Erden. Es gibt so viele geile Missionen. Warum... Wo bin ich denn jetzt? Ach da, okay. So ist es recht, du Bastard. Sieh nur weiter. Ich bleibe jetzt einfach genau hinter Harper. Da vorne ist noch eine Drohne. Los! So, ich bin jetzt genau hinter dir, Harper. Der Zugang ist hinter dem Gebäude am Ende der Straße. Bereit? Ja. Ich bin bereit. Los, Bewegung, bevor sie dich sieht. Wenn die mich jetzt sieht, ne? Dann gibt's paar auf die Fresse. Kann ich dir nicht das Licht zerschießen? Wir müssen weg. Wow. Noch eine. Mann, Harper, du läufst andauernd durch die Lichtkegel. Das sind Eis-Eiposten am Eingang zur Kanalisation. Du nimmst den Dreckskerl rechts. Den anderen übernehme ich. Natürlich, das hat kein Schwein gemerkt. Sicherlich. Diese Kanäle liegen unterhalb von Anthem. Das nennt man Drecksarbeit. So, Harper, geh rein da. Also, ich muss ja sagen... Das Wasser hier ist schon irgendwie geil. Beobachte und halte mich auf dem Laufenden. Hörst du das? Doch. Ah, das Zugangskit, okay. Wir sprechen über Salazar, der ISI hat eine neue Lieferung Sock-Tees bei deiner Position erhalten. Sichere ein paar für die Evakuierung. Verstanden. Menendez ist hier, auf dem Hof mit dem ISI-Anführer. Ich kontaktiere Briggs. Wir haben irgendwelche Daten erhalten, keine Ahnung was. Ich weiß es nicht. Also wir haben gerade durch das Zugangskit irgendwelche Daten erhalten. Gut gemacht.